Philipp, 2 Jahre sind vergangen seit deinem letzten Video. Was ist passiert? Der Kameramann ist neu. Herzlich willkommen, Justin. Ich bin noch immer mit Marlen zusammen. Ich bin noch immer bei Berlin Tag und Nacht, entgegen vieler Gerüchte. Ich bin auch immer ein sehr positiver, glücklicher Mensch. Ich habe es geschafft, mich 2-mal in 2 Jahren an derselben Stelle operieren zu lassen. Hallo, Bandscheibenvorfall. Profisport ist erstmal an den Nagel gehangen. Aber für ein eventuelles Comeback produzieren wir nochmal ein neues Video und seid gespannt auf mehr. Ansonsten sind wir hier in Belgrad und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem ersten neuen Video. Willkommen hier im wunderschönen Belgrad bei etwas nebligem Wetter. Ihr habt ja gerade schon mein Intro gehört. Zurück auf YouTube. Es ist gut 2 Jahre her, wo ich mein letztes Video gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, fängst du wieder mal an. Hinter der Kamera ist jetzt nicht mehr der Jonas, sondern der Justin, worüber ich sehr dankbar bin. Und vielleicht nur kurz darum, wieso haben wir damals aufgehört, unserem YouTube-Channel weiterzumachen. Wir haben das ja alles gestartet inmitten von Covid. Das heißt, wie auch ihr, hatten wir viel Zeit, weil nicht viel ging. So, dann haben wir quasi dieses Projekt ins Leben gerufen. Wir machen einfach mal einen YouTube-Kanal. Und es ging ja relativ schnell, relativ hoch von den Zahlen. Wir hatten dann, glaube ich, so zu Spitzenzeiten 36.000, 37.000 Follower innerhalb von 2 Wochen. Aber hinter YouTube steckt auch immer eine ganze Menge Arbeit. Das heißt, man muss Content produzieren, man muss sich treffen. Und gerade wenn man nicht in einer Stadt lebt, dann muss man halt auch Zeit und Geld in die Hand nehmen, um da was zu machen. Ja, und zum Glück hat Covid irgendwann auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, obwohl wir es ja theoretisch immer noch haben in Deutschland. Und jeder hatte wieder so sein Ding gemacht. Jonas hatte wieder mehr Arbeit, ich habe wieder mehr Arbeit gehabt. Und so hat sich das leider so ein bisschen verlaufen. Und wir haben dieses Projekt nicht mehr weiterverfolgt. Ja, und jetzt 2 Jahre danach habe ich immer wieder gesagt, boah, es wäre eigentlich cool, wieder mal ein paar Videos zu bringen, weil es macht mir auch Spaß und ich mache das auch gern. So, aber wie gesagt, dazu brauchst du auch jemanden, der die Kamera gut führen kann und das bin nicht ich. Dazu brauchst du nämlich jemanden Kompetenten wie den Justin hinter der Kamera. Und wir sind jetzt hier in Belgrad. Viele wissen ja, väterlicherseits habe ich meine Wurzeln hier in Serbien. Und ich war leider zum letzten Mal in Belgrad im März letzten Jahres. Und es ist jetzt schon wieder 1,5 Jahre her. Ne? Es war die Beerdigung meines Vaters und ich habe mir eigentlich damals geschworen, ich möchte nicht mehr so lange Zeit verstreichen lassen, um wieder hierher zu kommen. Aber es waren dann doch schnell wieder 1,5 Jahre. Und es ist wieder so ein Besuch in die Vergangenheit und so eine, die letzte Brücke, die ich noch so an Erinnerungen und Gefühle mit meinem Vater verbinde. Deswegen ist es auch mal speziell herzukommen. Ich besuche ihn auch die nächsten Tage zusammen mit meinem Bruder. Von daher dachte ich mir, ist ein perfekter Zeitpunkt, um hier auch die Videos wieder anzufangen. Von daher, wir sind natürlich nicht nur deswegen hier in Belgrad. Wir lassen uns auch von dem Sascha, einem guten Freund von uns, und der Marke Performance Suits hier einkleiden. Kriegen tolle Anzüge. Der Dennis Kohlroos, ein Powerlifter, ist noch hier. Mit dem haben wir auch schon einen tollen Content gemacht, wo er es hier auch auf seinem Channel sieht. Wir gehen hier jeden Tag unglaublich gut essen, weil Serbien ist auch ein Land der Schlemmereien und der Kalorien. Also es kann man unglaublich lecker essen gehen. Für alle Veganer vielleicht nichts. Aber für alle die leckeres Fleisch lieben, ist Serbien echt ein fantastisches Land. Wir machen viel Sport. Und wir haben heute Donnerstag, bin auch bis Sonntag hier. Wir hören noch ziemlich, hoffe ich, ziemlich viel, ziemlich schönen Content machen. Und jetzt ist natürlich die Sache, dass wir auch von der Interaktion mit euch leben. Also wie gesagt, ich möchte gern Videos machen. Justin ist jemand, mit dem kann ich mir das vorstellen, in der nächsten Zeit dieses ganze Projekt wieder anzugehen und richtig geil zu machen. Aber wir brauchen euer Feedback. Wir brauchen Ideen, Vorschläge, auch gerne konstruktive Kritik. Was macht man gut? Was kann man besser machen? Und dann kommen demnächst wieder Videos aus unserem Leben. Also ich kann mir auch super vorstellen, dass wir halt gemeinsame Trips machen. Ich war letzte Woche erst wieder in New York, habe vor, wieder auf meine Lieblingsinsel Aruba zu fliegen. Und das soll jetzt für das erste Video zurück auf YouTube gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn ihr wollt, das sagen natürlich alle YouTuber, abonnieren, Glocke drücken und diesen ganzen Bums. Bisschen supporten hier. Ja, bisschen supporten, ja. Könnt ihr gern machen. Also wie gesagt, wir starten das Projekt wieder und wir sehen uns. Peace out. Peace out.